Mediterrane Gemüsegewürzpaste, die man in jedes Essen hinzufügen kann, ein, zwei Esslöffelchen. Und gerade wenn man leckere Tomatensoße oder Tomatensuppe kocht, dann ist es ideal. Auch in Gulasch und in alle Gerichte, auch in die Gemüsepfannen. Immer wieder lecker. Das Rezept für diese mediterrane Gemüsegewürzpaste hat mir meine Cousine von Rosenheim geschickt. Die hat nämlich das Heft vom Thermomix vom April. Und jetzt haben wir Anfang Mai. Und deshalb will ich diese mediterrane Gewürzpaste ausprobieren. Ich habe sie bei mir im Thermomix im TM6, was ich habe, gesucht im Cookidoo. Ich finde die aber nicht. Nur die, die ich regelmäßig mache. Jetzt habe ich mir hier schon die Zutaten ein bisschen zusammengestellt, was ich alles dazu brauche. Parmesan, nur die Hälfte von diesem Stück. Ich habe jetzt hier Grano Padano. Ihr könnt jeden Hartkäse nehmen, den ihr habt. Man kann ihn sogar fertig geraspelt kaufen, klein. Dann brauche ich eine Zwiebel. Ich nehme jetzt heute eine rote Zwiebel, eine Aubergine, eine Zucchini. Dann brauche ich nur eine Tomate. Vielleicht gebe ich zwei rein, weil diese nicht so dick sind. Es steht halt kein Gewicht da in dem Rezept. Und eine Paprikafrucht. Und 200 Gramm Karotten und 150 Gramm Sellerie, Knollensellerie. Natürlich muss ich das Gemüse noch waschen und schälen und in grobe Stücke schneiden. Dann nehme ich jetzt als Gewürze im Rezept steht jetzt Salbeiblättchen ein paar, Oregano, Rosmarinnadeln. Und Basilikum. Ich gebe jetzt auch noch Sellerieblättchen und Petersilienblättchen, da ich das ja im Garten habe. Und etwas Thymian gebe ich auch mit hinzu. Und hier habe ich noch so einen Knoblauchschnittlauch bei mir im Garten. Und den gebe ich auch mit hinein. Das steht nicht im Rezept. Und was nicht fehlen darf, ist bei mir Liebstöckel. Da gebe ich auch Liebstöckel rein, er ist so schön schon im Garten. Und diese Frühlingszwiebel ist bei mir einfach übrig hier in der Küche von gestern, vom Kochen. Die gebe ich auch mit hinein, umso besser schmeckt es. Basilikum habe ich jetzt hier in meinem Töpfchen ganz wenig. Ja, aber ich gebe noch getrockneten Basilikum etwas hinzu. Dann brauche ich noch schwarze Oliven und zwar 50 Gramm und Steinte. Die habe ich jetzt aus dem Glas und getrocknete Tomaten. Da steht 7 Stück von getrockneten Tomaten habe ich nicht, aber im Glas so eingelegte in Öl mit Kräuter habe ich. Und da habe ich jetzt nur 6 Stück genommen, weil sie schon ziemlich groß sind, finde ich. Ja, dann braucht man etwas Öl, nicht viel, nur einen guten Esslöffel, also etwa 30 Gramm und weißen Balsamico auch wenig, auch nur 30 Gramm. Und diese Menge, das wird ja gekocht im Thermomix und die soll reichen für 3 Gläschen à 500 Gramm, 500 Milliliter. Das werde ich jetzt ausprobieren, ob das auch so stimmt oder ob es sogar für mehr gut, wenn ich mehr Kräuter tue, obwohl Kräuter fallen ja in sich zusammen, aber das sehe ich dann, wie viel es ergibt. So heißt halt das Rezept. Und ich mache es jetzt und ich sage auch immer, welche Stufe ich mache und schreibe es auch unterhalb vom Video, damit diejenigen, die den alten Thermomix haben, den TM31 und den TM5, die können dann dieses Rezept auch machen. Bevor ich hier jetzt loslegen kann mit dem Thermomix, säubere ich mir das Gemüse und schneide es in grobe Stücke. Und wenn ich dann so weit bin, dann geht es hier weiter. Die Vorbereitungen sind jetzt getroffen. Ich habe natürlich für das doppelte Rezept noch eine Schüssel vorbereitet. Das mache ich dann nachher, wenn die erste Masse, also das so wie das Rezept auch ist,
Wenn das fertig ist, dann mache ich noch die zweite Tour, da ich auch etwas verschenken möchte. Hier habe ich deswegen die doppelte Menge an Parmesan. Nicht nur 40 Gramm, sondern 80 Gramm. Das werde ich doch mit einem Messerle ein bisschen zerkleinern, dass ich nicht so einen riesen harten Klotz da reingebe in den Mixtopf. Und werde es auf der Höchststufe etwa, also auf Stufe 10, etwa 10 Sekunden, 10 bis 15 Sekunden klein mixen. Und dann fülle ich es aber in eine Schüssel um und kann dann mit dem Gemüse weitermachen. Und da der Thermomix sehr laut wird, während ich dies mix, werde ich auf stumm stellen. Das ging ja wirklich ratzfatz. 10 Sekunden, Stufe 10 und schon habe ich den Parmesan. Jetzt muss ich nur aufpassen, wenn ich zum Schluss Parmesan hineingebe, dass ich nur die Hälfte hineingebe, weil ich ja hier doppelte Menge habe. So, jetzt geht es weiter und zwar werde ich jetzt die Tomaten, die Karotten, Sellerie, also die getrockneten Tomaten von hier. Karotten, Sellerie, Aubergine, Paprika, Tomate, Olive, Zwiebeln, alles gebe ich in, eigentlich kann ich alles in den Mixtopf geben. Und dann mit Hilfe dieses Spatels werde ich immer 15 Sekunden auf Stufe 8, also nicht auf Höchststufe, nicht auf der 10, sondern auf 8, immer wieder mit dem Spatel hineinhalten und nach 15 Sekunden werde ich dann diesen Vorgang wiederholen, wahrscheinlich. Also mit dem Spatel mache ich dann das alles nach unten, schiebe ich alles und wiederhole den Vorgang, wenn es nötig ist. Und mache es so klein, wie ich es haben möchte. Ich habe jetzt zweimal wiederholt diesen Vorgang und mir ist es jetzt klein genug, auf jeden Fall ist es mir klein genug. Jetzt gebe ich die Kräuter hinein, alle. Da habe ich jetzt die ganze Palette. Ihr findet alles, was ich reingegeben habe, unterhalb vom Video im Rezept. So, jetzt habe ich die Kräuter drinnen und jetzt muss ich noch Balsamico-Essig. Da gebe ich jetzt 30 Gramm, das muss ich abwiegen. Die Waage, 30 Gramm, das müsste ein guter Esslöffel sein. 17. Also wegen 3 Gramm, da mache ich jetzt nichts rum. Dann
muss ich noch Salz abwiegen. Und zwar brauche ich 150 Gramm Meersalz. Hier habe ich jetzt nur 70 Gramm. Jetzt nehme ich auch von hier, das ist ja auch, nur ist es feiner gemahlen. Aber man braucht wirklich, kommt so schwer aus. Man braucht 150 Gramm, damit es ja auch haltbar gemacht wird. Und wenn man dann kocht, muss man nur aufpassen, dass ja sehr gesalzen ist. Ich hätte jetzt doch noch gröberes Salz holen müssen von unten, aber das tut es auch. Noch 3 Gramm. So, genau 150 Gramm Salz habe ich gegeben. Und jetzt gebe ich 10 Gramm. Ich habe jetzt hier ein sehr gutes Olivenöl. Man kann auch neutrales Pflanzenöl geben. Man braucht ja nicht viel, wie gesagt, 10 Gramm. So, jetzt haben wir Salz, Kräuter, Balsamico, alles drinnen. Jetzt mache ich auf 15 Minuten Varoma-Stufe, Stufe 2. Nun 15 Minuten. So, und dann muss ich auf Varoma. Das ist jetzt beim T6 anders, bis Varoma steht. Und dann muss ich Stufe 2 und ich gebe das Gärkörbchen oben drauf als Spritzschutz. Hier oben gebe ich dieses Gärkörbchen drauf. Und jetzt 15 Minuten Stufe 2 Varoma. Nach 15 Minuten hebe ich jetzt ganz vorsichtig das Gärkörbchen. Ihr seht, hätte ich das nicht hier gehabt, dann hätte es gespritzt. Ich zeige es euch mit der Kamera. So sieht es aus. Jetzt gebe ich noch ein bisschen Pfeffer. Das steht zwar nicht im Rezept, aber ich gebe ein bisschen Pfeffer dazu. Und dann lasse ich es weiter köcheln. Und zwar mache ich dann 100 Grad, wieder Stufe 2 und 20 Minuten. Und nach 20 Minuten, dann kommt erst der Parmesan untergerührt und in die Gläser abgefüllt. So, ich hebe es jetzt mal auf und zeige euch, wie die Masse jetzt aussieht. So sieht die Masse aus. Ein bisschen Pfeffer schnell. Und dann geht es 20 Minuten bei 100 Grad, Stufe 2 weiter. Das Gärkörbchen kommt wieder oben drauf, dass es nichts, das nicht herausspritzt. Jetzt mache ich mal 20 Minuten. 100 Grad. Nicht Varoma, so, und jetzt machen wir auch Stufe 2. Nach 20 Minuten geht's weiter. Parmesan hinein und dann püriere ich dies auf Stufe 10 ein paar Sekunden. 36, 41 Gramm, das passt. Etwa 30 Sekunden werde ich es pürieren, aber zum Pürieren gebe ich auf jeden Fall den Deckel in die Mitte.
Und jetzt schalte ich auf Stumm. Da, wenn ich auf 10 mache, ist es dann schon ziemlich laut. Das war jetzt schon laut, aber ich habe es ja ausgemacht. Und jetzt ist es alles fertig und kann in die Gläser abgefüllt werden, gleich zugeschraubt werden. Und dann müssen die Gläser aber bei Zimmertemperatur, man kann auch eine Decke drauf tun, langsam auskühlen. Und wenn die richtig kalt sind, morgen zum Beispiel jetzt bei mir, dann kommen sie in den Kühlschrank. So sieht es aus. Sehr fein und schmecken tut es auch gut. Natürlich ist es salzig jetzt, weil ja Salz als Konservierungsmittel drinnen ist. Meins ist jetzt nicht so im Bild, ist es etwas rötlicher, das Rezept, wo meine Cousine mir geschickt hat. Aber ich weiß auch, warum meins nicht so rot ist, weil ich ja mehr Kräuter hineingegeben habe. Jetzt werde ich alles einfüllen und das zeige ich euch aber nur im Schnelldurchlauf, im Zeitraffer. Jetzt ist die erste Tour, also das eine Rezept, fertig. Ich habe 4 Gläschen rausbekommen, da meine etwas kleiner sind. Meine halten nur 400 Gramm, keine 500. Wenn man 500 Gramm Gläser hat, dann reichen 3. Somit habe ich jetzt auch mein Salzglas gefüllt und das werde ich dann als erstes benutzen. Erstmal muss alles abkühlen. Und ich muss jetzt den Topf nicht waschen, weil ich ja das Ganze nochmal wiederhole. Dann hat sich auch die Arbeit und Mühe gelohnt. Und wenn man jetzt nur ein Rezept macht, dann kann man so verbinden, dass man gleich Wasser rein und Kartoffelsuppe oder etwas ansetzt. Mit dem dann verschwendet man nichts, was halt hängen bleibt. Oder man kratzt es dann genauer raus, wie ich es jetzt gemacht habe. Die Gewürzpaste ist jetzt fertig. Ich hoffe, dass dieses Video euch auch gut gefallen hat. Macht diese mediterrane Gemüse-Gewürzpaste mal nach und probiert, wie gut sie ist und wie man sich freut, wenn man ein, zwei Löffelchen in jedes Essen mit hinzufügen kann. Das Aroma ist wirklich bombastisch. Ich danke euch auch heute fürs Zuschauen. Und wünsche euch gutes Gelingen beim Nachmachen, beim Nachkochen. Nochmals danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.